Kapitel 5: Die Beute der Raben. Ladebildschirm. Ich lese das jetzt nicht vor. Das könnt ihr euch selber vorlesen. Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Folge dem Aquädukt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Plague Tale Innocence. Jetzt habe ich endlich mal auch den Namen hier von dem Ding hier im Kopf. Dann sieht es aber schön aus. Und jetzt nicht mehr. Das wären wir so eine Pflanze, die wir uns ins Haar stecken können. Sie hat keine Blume mehr im Haar. Nee. Gucken wir uns mal wieder um. Ist eine neue Aufnahme-Session. Also Session ist gut. Ich glaube, ich nehme nur eine Folge auf. Oder vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Weil mir ist aufgefallen, ich habe allzu wenig aufgenommen. Lukas, so heißt er doch, glaube ich, folgt uns jetzt auch scheinbar. Ist hier noch? Aha! Lecker. Einmal Stoff, den habe ich am liebsten. Und ich glaube, wir haben wirklich in der Kirche, habe ich beim Schneiden gesehen, in der Kirche wirklich was vergessen. An Werkzeug. War ja an der Treppe, man erinnert sich vielleicht, an der Treppe. Nicht an der Treppe, an der Leiter. Wo dann hier Hugo runterkam. Hier dann spielt. Hat er einen Frosch gefangen? Ist dir nicht kalt? Wo er runterkam, hatten wir eine Fackel in der Hand. Und deswegen konnte ich mit der Leiter nicht interagieren. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Aber er sollte näher bei uns bleiben. Dankeschön, dass ihr mir ins Wort fällt. ich wollte jetzt mal aussprechen lassen. Und ich glaube, weil ich die Fackel in der Hand hatte, konnte ich nicht mit dieser Leiter interagieren, weshalb ich nicht hochklettern konnte. Das ist nur eine Vermutung von mir, ich weiß nicht, ob das stimmt. Oh, guck mal, da hochklettern. Ich kann auch nicht rennen, by the way. Ich hoffe, ich bin laut genug. Oh, das sieht aus wie eine Kletterkante. Nee, doch nicht. Aber ganz cool eigentlich hier so. Ich mag jetzt so alte römische Aquädukte. Der Name Aquädukt kommt von Aquaducere, also Wasser leiten, Wasser führen. Da oben leuchtet was, habt ihr es gesehen? Jo, das ist wirklich eine Blume. Und hier ist ein sehr komisches Gebüsch, über das wir nicht sprechen. Hugo! Wo willst du hin? Was ist denn überhaupt? Ich hab meinen Bruder verloren. Aha. Leder, oder? Hugo! Ja. Warum auch immer hier Leder liegt, kann ich jetzt mal rennen? Nee, ich kann aber noch nicht rennen. Ich will da hoch. Steuerung, so war kreichen. Crouchen und kriechen wohl zu kreichen. Oh, hier hoch. Ah! Nee, geht nicht. Wenn ihr was gehört habt, wie energisch ich die Leertaste gespammt habe. Oder liegt nochmal was? Steine? Na, irgendwie ein bisschen heiser heute. Dafür übrigens noch das, was ich in der ersten Folge nehmen. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Ah, jetzt kommen wir hier lang. Was ich auch in der ersten Folge sagen wollte, heute ein bisschen heiser. Ey, wie kommen wir denn nicht durch? Wie kommen wir denn da hin? Naja. Oh, hier rüber? Nee. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Hinter uns war ja nichts, soweit ich weiß. Oh, lol. Sigmar, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Ja. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Die haben den Schild sogar richtig gut gemacht. Siehst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Aber wenn hier ein englischer Schild ist, wird der Engländer, der dazugehört, ja wahrscheinlich auch nicht allzu weit sein, oder? Er hat es da einfach schon weg. Ah! Ich wusste es doch. Die Musik wird auch langsam bedrohlich. Vorher hatten wir ja gar keine Musik. Wir gehen hier in den Wald. Kein Bock mehr auf die ganze Scheiße. War jetzt Ferien. Ja, guck mal, hier kann ich mal so schnell laufen. Oh, da ist er ja wieder. Jetzt kann ich wieder schnell laufen. Also schneller. So, und hier war doch irgendwo was. Ja, wo war das denn? Nee, ja, da konnte man die ganze Zeit hier hoch und runter. Ach nee. Nee, wir sind noch woanders.
Vergiss eine Blume. Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Würde gerne mal wissen, wofür das kein gutes Zeichen ist. Ah, jetzt kann ich mal rennen. Dankeschön. Hey, Lukas, schnappe hier nicht meinen kleinen Bruder an, ja? Halt dich im Auge. Ja, Baum abschmieren. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von der... Das war Stoff. Und Schwefel. Können wir weiter? Nee. Ist hier ein Sumpf oder ein Moor oder so? Amicia, Lukas, kommt schnell her! Oder ein Schlachtfeld. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Ja. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Okay, das Bild sieht aber schon ganz recht krass aus, finde ich. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir rüberlaufen? Ja, Hugo. Huch. Wir haben keine Wahl. Hm. Wie schön es auch matscht. Ob wir ihm wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Aber wir sollen wahrscheinlich dahin, wo die Fackeln sind. Aber dass sie keine Ratten sind. Ich meine, das ist doch fest mal für die. War da was? Nee. Da ist aber was. Okay. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Alter, noch. Aber warte, da können wir ja nochmal hier ein paar von machen, oder? So. Auch wieder Schwefel mitnehmen. Hier hinten noch irgendwas. Boah. Schön matschig. Aha. Schnur, sehr gut. Ja, Kunden lohnt sich halt echt. Wenn wir irgendwie eine Rüstung schnappen oder zumindest ein Kettenhemd oder sowas in der Art. Helm jetzt vielleicht nicht unbedingt. Kettenhaube können wir auch mal aufsetzen. Aber warum sind die keine Ratten? Weil sind die hier einfach noch nicht? Können wir da hinten hin? Das Geräusch so. Matsch, matsch, matsch. Ah ne, schade, ich dachte, man könnte hier vielleicht. Da sind Ratten. Oh mein Gott. Dann weiß ich ja, warum da die Fackeln stehen. Huch, kleiner Rödler. Was haben wir hier? Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Uah. Ich kann es mir aber denken. Oh nein, die Ratten! Bleibt weg von ihnen! Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein! Puh, guck mal, hier hinten ist auch nochmal so ein... Ich bin doch dumm. Wir machen das einfach so. Nee, das war schon richtig. So, und jetzt gedrückt halten haben wir gelernt. So. Können wir hier erstmal die Küste... Warum liegt das denn gerade manchmal? Was haben wir denn hier? Sehr schön. Und was bringt uns das hier? Ah, Materialien. Alkohol. Schwefel wieder. Voll, können wir mal hier schnell nochmal einen herstellen. Zack, und dann können wir auch wieder Schwefel mitnehmen. Ich bin dumm. Ich hätte erst das Ding da aktivieren müssen. Und dann.
Minecraft. Los, lauf! Aber wir sollten sogar hier lang. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwas Krasses entdeckt oder so. Hey, wie kommen wir denn da jetzt hin? Oh mein Gott! Wir haben nur begrenzte Zeit, scheinbar. Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Ja, stimmt ja. Oh mein Gott. Ja gut. Wir haben ja eine bestimmte begrenzte Zeit. Oh, das soll ich sogar übersehen. Die Ratten, bleibt weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein! Hier haben wir alles. Den hier nehmen wir schnell mit. Da ist noch was. So. Beim anderen müssen wir uns beeilen, dann da durchzukommen. So. Weißt du was, ich scheiße jetzt drauf. Ich mache jetzt nochmal einen von denen hier. Wir machen das jetzt nicht hundertprozentig effizient. Hauen uns das Ding da an und dann ganz schnell los. Los, lauf! Ja, wie meinst du auch so, los, lauft? Von hopp, hopp, hopp. So. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Dann sind das Leichenflederer. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Ah, da. Ich habe das gerade gesucht, wo wir hier. Hey. Ich bin jetzt noch gespannt, das sehe ich doch. Unangenehm, unangenehm. Guck mal, machen wir gleich nochmal neuer. Zack, zack. Oh, noch mehr. Sehr schön. Steine. Haben wir hier. Das ist ein Schwert, will ich mir auf alle Fälle mitnehmen. Kontrollpunkt. Oh, wir sollten sogar mit dem Tribox schießen. Interessant. Da sind nochmal Stöcke. Ich guck mich erstmal gerade nochmal so um. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Alkohol. Feuer. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Konntest du anzünden? Oh ja, kann man. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich mach einfach mal. Lukas, du stehst mal wieder wie immer im Weg. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Oh lol. Okay, dann haben wir wahrscheinlich nur bestimmte Zeit. Dass das so schwer ist. Oh lol, jetzt muss er dahin. Okay. Hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, eigentlich muss man das so auch sichern können. Gut, jetzt komm zurück. Könnte man auch von selbst aufkommen? Hier, bitte. Au, so, meine okay, Arme. Dort sie sind wie gelähmt. Okay. Gut gemacht, ihr beiden. Er rennt fast ins Feuer. Er ist ja einfach. Er ist wahnsinnig. Kann ich schnell laufen? Nee, geht er nicht, stimmt ja. Ich dachte noch voll viele Sachen zu finden. Dr. Hins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Ich bin gut. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Was ist das? Was hat Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Oh, das ist echt heftig. Können wir jetzt hier durch? Da hinten leuchtet noch was, ne? Seht ihr hoffentlich auch. Da rennen wir jetzt einfach mal hin. Können die in Wasser? Weiß ich nicht. Steine, wow. Okay. Toll. Können wir mal Munition machen. Ja, zack. Ich kann auch den Stein nochmal mitnehmen. Ah, hier kommen wir sogar hoch. Komm, ich hebe dich hoch. Na gut. Oh. Angenehm. Müssen wir von hier irgendwas anschießen? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen einfach schnell dann da reinrennen.
Oh, ich dachte gerade, die kommt so. Oh. Noch mehr Steine, schade. Ich kann auch hier unten drunter durch. Können wir hier lang? Das testen wir jetzt einfach mal. Können die ins Wasser? Scheint mir nicht gerade. Ja, doch, die können ins Wasser. Schade, okay, da wollte ich zu viel erkunden. Nochmal. Ja, wir müssen ja austesten, wie weit wir mit den Ratten gehen können. Huh? Hier war ich aber noch gar nicht. Haben wir jetzt das da oben gelootet? Ja, haben wir. Sehr gut. Okay. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Wir hätten nicht rennen dürfen, oder? Hä? Ups. Wir können jetzt da rein, wir können aber auch da lang. Und da lang geht es sowieso dann weiter. Dann können wir immer hier rein. Achso, wir müssen sogar hier rein. Ja gut. Eine Werkbank. Dann ist ja auch irgendwo wieder. Was ist denn da? Bei Peter. Da haben wir schon wieder irgendwo ein Werkzeug übersehen. Was haben wir hier? Werkzeug! Ja! So, jetzt bitte die Tasche vergrößern. Tasche, dankeschön. 16 Materialien jeder Art. Sache erleichtern. Ja, hoffen wir mal. Zurück. So, und jetzt können wir nämlich hier auch wieder munter fröhlich weiter looten. Komm, hoch mit dir. Ja, gewiss. Gewiss. Ey, Kopf weg. Schnur, sehr schön. Haben wir jetzt einen Peter. Haben wir hier Stoff. Stoff sollten. Oh, der wurde abgestochen. Stoff sollten wir hier eigentlich genug haben. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Warum ist hier so eine. Ein Topf? Wahrscheinlich hätte man den in die Ratten locken können, statt ihn zu töten. Da liegt auch noch ein Topf. Ich gehe zuerst. Gut. Mal oben gucken schnell. Nee, sonst ist hier nichts. Und hier den Stock. Wir müssen mal darauf achten, wie lange sie die Blume im Haar behält. So, und dann dahin. Alles klar. Hinfort. Oh nein, Soldaten! Wo? Da. Steine und Töpfe. Können wir ihm da. Nee, können wir noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal hier. Wir müssen schieben. Ich helfe mit! Pass auf, wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Das war kein Wörter. Oder? Los, lass mal los. Was ist da drüben wieder los? Ups. Schieben wir. Nun denn. Du eh drüber? Kann man auch da lang fahren? Können wir auch in eine komplett andere Richtung fahren? Egal, ich mache jetzt einfach mal hier. Die haben die Rüstung sogar ausgezogen. Guck mal. Krass. Also da tendet ich. Oh, machen wir es gerade automatisch. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Komm mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was denn? Die Ratten fressen den. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Hast du wohl recht. Wir finden eine Lösung. Seine Zähne? Eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ach Mist, bewegt sich kein Stück. Soll ich es mal versuchen? Nicht zu fassen. Das ist doch diese mal bei verfluchten Drecksviecher. Liegen hier überall. Ihr habt nichts Besseres zu tun. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Ich warte auf dich. Hey, nein. Kann man hier nicht rüber? Okay. Ah, hier. Aber wir müssen sein Fackellicht sozusagen mitkriechen. Oder? Da wird jetzt wahrscheinlich die Patrouille laufen.
verdammt! Wir müssen mitkriegen. Dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Nein, Amicia! Ich habe Angst! Schon gut. Scheiße. Du bist verschwunden. Nicht. Lauf da um die Ecke, Mädel! Ach, jetzt sind sie stehen geblieben. Okay. Wo ist denn jetzt die Figur eigentlich? Los! Ich folge dir! Können wir ja auch kriechen? Ne, kriechen geht nicht. Das wäre ja auch zu schön. Genau danach habe ich auch schon gehalten. Stein, voll. Gott sei Dank gibt es hier eine Halterung. So. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Schleich mal weiter. Ih, die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Die da? Ja, kann man so. Oh, okay. Hier ist ja der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Ja, aber wir können uns umgucken. Das hier hinten ist, haha, garantiert nicht ohne Geruch. Was ist das für ein Horn? Das ist ein Olifant, glaube ich. Ein Olifant? Das war wahrscheinlich ein Hauptmann. Ein Olifant? Der einzige Ton, das ist... Ich kenne die Dinger nur aus der Ringe, Olifanten. Muss ich gerade mal nachlesen, was ein Olifant denn ist. Und hier haben wir noch immer die Blume. Aber erst ich mal kurz durch... Okay. Boah, ist gerade mega warm. Da können wir was anzünden. Aber wenn wir es nicht brauchen, dann brauchen wir es. Los, rein da, schnell! Hier hat irgendwas geschimmert. Hier war immer wahrscheinlich nur eine Reflexion vom Helm. Achso, gerade so überlegt, was wir denn jetzt machen. Amicia, er sitzt in der Falle. Sch, wir müssen weiter. Oh, wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann treiben wir die zu ihm. Mal. Vielleicht können wir schnell genug zu ihm gehen. Ach, das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid. Stehen bleiben. Aber wir müssen hier raus. Amicia. Wir retten dich auch, wir retten dich auch. Nein, 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 lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Hier entlang. Komm. I'm very sorry. Oh, wir hätten ihn wirklich retten können! Verdammt! Aber was hat man von der... Doch, hat man von hinten gesehen. Oh, nee! Oh, jetzt fühle ich mich schuldig. Ich will echt fragen, was passiert, wenn man ihn rettet, ob der einen dann festnimmt oder ob der einem dann hilft oder so. Das hatte ich aber leider erst zu spät gesehen. Oh nein! Die Fackel! Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Mm. In der Situation würde ich die Fackel genauso... Oh, Werkzeug, sehr schön. Dann kommt der hoffentlich bald in der Werkbank. Nochmal. Das heißt, bald, wir hatten ja gerade eben eine. Da, ein Soldat! Er versperrt uns den Weg! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Somnum, du kannst jetzt Somnum herstellen. Halte Tab gedrückt und wähle Somnum aus. Emit Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Perfekt, jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas?
Gut, wir da ich hoffe, hingehen, du weißt, oder was du tust. Ist eine Munition? Gut, ich bleibe hier. Sumnum ist eine Munition, okay. Hä? Geht nicht? Sumnum lässt Gegner endgültig... okay, wir müssen also hinkriechen. Also quasi wie bei Assassin's Creed, wenn man die abmorgt. Schläft er? Ja. Ja. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Da müssen... also wir sollten immer ein bisschen Sumnum... Sumnum. Dumm gibt mir Sumnum, Alter. Auf Tasche haben. So. Jetzt kann ich auch... nee, wir haben kein Schwefel mehr. Oder wenig Schwefel, zumindest. Da hinten sieht es mir nicht nach Loot aus, bin ich ehrlich. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Ja, ich würde gerne durch. Steine. Irgendwas habe ich, glaube ich, falsch gemacht, weil hier so viele von den Dingern stehen. Gut. Das Ding kommt immer hoch und runter. Gut, dann können wir erstmal aufhören zu schleichen. Dann machen wir mal das da. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Ach so, warte mal. Verstehe. Schaffst du das? Ja. Und jetzt? Ja, geschafft. Das musst du machen. Ich kann nicht, Amicia. Okay. Okay. Dann muss er jetzt da hinten. Denkst du, du kriegst das hin? Nun denn. Wenn er dann losläuft, müssen wir hier dann. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und? Schaffst du das? Nein, ich kann nicht! Wir müssen es genau timen, oder? Nee, hä? Was hat uns das hier jetzt gebracht? Denn ist noch... Ist doch noch was. Lol. Guck mal, den Stöcke, oder? Nee, was ist das? Was ist das denn? Irgendein Kreuz oder so? Hä? Keine Ahnung. Brauchen irgendwie Stöcker. Ja. Wenn man es nicht sieht, ne, dann ist halt schwierig. Das musst du machen. Dann würde ich da mal ganz schnell rüberrennen, oder? Kommt der auch noch wieder? Los, Hugo, genau so. Dankeschön. Ich will meinen Stock hier. Mal her. Kann man hier einfach runterhüpfen? Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh ja, es ist eine gute Idee. Es ist ein Bonfire. Willkommen bei Dark Souls. Oh, hier ist wirklich schon. Lukas, ob uns das hier weiterhilft? Das ist ein Entfernungsmesser. Wofür? In Krieg? Damit kann man den Schusswinkel bestimmen. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Warte, gucken wir nochmal rein schnell. Hier. Oh, ist aber ganz schön viel. Wer es sich durchlesen möchte, kann sich gerne durchlesen. Wie gesagt, ich mach das nicht. Das würde jetzt einfach zu lange dauern bei allem, was ich hier finde. Und wieder zurück. Das hier bringt uns wahrscheinlich nicht viel, oder? Nee. Ja, ich bleibe mal kurz hier. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Wir sind darüber gegangen. Aber wir hätten... Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen dann mit dem Stock wieder da hoch. Und dann... da runter. Sonst schaffen wir... Jetzt mal anzünden, den Stock. So. Wenn wir da sind, dann bringt uns das glaube ich nicht viel.
Ich denke mal, der Stock ist fast aufgebraucht und wir müssen dann noch irgendwie durch die Tür durch. So. Jetzt holst du uns nochmal da einen Stock. Denkst du, du kriegst das hin? Aber stehen hier eigentlich Kerzen? Das würde mich viel eher mal interessieren. Hast du? Sehr gut. Los, Hugo, genauso. Da hätte dir aber auch durchgepasst, oder? Vielleicht ein bisschen sehr schwer, aber... Und wenn wir dann da sind, dann... Wohin dann? Ah, nee, wir müssen... Ah, Quatsch, genau. Du machst das da. Kannst du das übernehmen? Wir müssen dann mit dem Lichtschwung zurück und von dort hinten dann quasi... Weil der loslässt, müssen wir rennen. Oh, jetzt aber rennen! Da habe ich gerade fast verkackt mit dem Timing. Da ist das Ding zu hoch geschwungen. Da ist ein Topf, den brauchen wir nicht. Feuer und go. Hier erkunde ich jetzt mal... Wir haben's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Den Mann auch. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Da oben lang. Scheint sogar der einzige Weg zu sein. Na dann. Boah, das war mir gerade gefährlich. Sag ich mal so. Oh, da ist aber noch viel. Und eine Werkbank. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Munitionstasche oder Beutel? Können wir gerade machen. Maschinenschleuder. Ja, schießt schneller quasi. Also wir können schneller schießen. 14 Geschosse einer Art. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil dann können wir einfach noch mehr Steine mitnehmen. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Dankeschön. Na gut, eigentlich hat sie es gemacht. So, jetzt kann ich auch die Steine wieder mitnehmen. Ja. Wir erinnern uns schnell. Oben drüber, oder? Ja. Ich wollte das eigentlich brennende Plan. Karren ist mit einer Kette festgemacht. Können wir noch ganz viel durchschießen, oder? Oh, jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Wir müssen im Licht bleiben. Los, und los! Rein. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut. Gefällt mir aber nicht. Es hat funktioniert. Ach nee. Wie viele können wir das da hinten anschießen hier? Wir machen das einfach mal. Gut, was mit ihm ist, das wissen wir ja, glaube ich, auch. Ah, wir mussten hier sogar lang, okay. Oh, da kannst du einen aufgetürmten Leichen, Alter. Ganz im Ernst, als Soldat wäre ich da aber auch nicht stehen geblieben. Mal guck mal. Aber sie brennt! Ist der Stock noch hier? Nee. Ich noch gleich die Rüstungen ausziehen. Die sind sehr fleißig und sehr hungrig. Schöne Balliste. Da lang geht nicht. Also hier lang. Okay. Wieso ist hier ein Stöckchen? Können wir ein Stöckchen mitnehmen? Ich helfe dir hoch. Nee, können wir nicht. Huch. Ich kann nicht. Oh nein. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf! Die Makula! Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo! Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Was werden wir? Hier muss es doch irgendwo rausgehen.
Ich überlege gerade mit den Stöcken, könnte man dann vielleicht da diesen Weg von Fackeln langlaufen? Ja, egal. Wir machen mal weiter. Ich will ja auch nicht zu... Hier können wir es testen. Könnten wir hier hochlaufen? Nee, geht nicht. Okay. Da hätten wir auch so ein bisschen Fahrt. Boah, was für eine Riesenschlacht war das denn hier bitte? Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Da lag doch auch mal was. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was wäre das wert? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Das ist so komisch auf der rechten Seite. Gaien gehört uns! Ah, okay, hier sind wir. Okay. Da hat sich, glaube ich, selber gerade hinteleportiert. So, jetzt. Da oben steht auch einer. Ah, ich sehe schon. Wie ging das so? Was war das für ein Geräusch? Hey, hier sind überall Ratten. Guck mal, was da geklungen hat. Geklungt. Ah, diese gelben Markierungen an der Seite sind, wo Gegner sind, wahrscheinlich. Wo können wir hier hin? Egal. Ich hätte schwören können. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Aber ganz im Ernst, ich wäre auch gar nicht durch das Schlachtfeld durchgelaufen. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Es ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen, versprochen! Sicher nicht. Hey, und was ist mit denen? Sie lassen ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Jo, okay. Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten! Lass uns abhauen! Folgen wir ihnen! Da! Da! Sie fliehen! Der angedockt kam. Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Kapitel 6. Beschädigte Güter. Und dann war es das auch gleich mit der Folge wieder. Aber wir gucken uns noch die Endsequenz, also die Anfangssequenz an. Also die Videosequenz. Hey, Kleine! Aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich... hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Thank you.
seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Ey, renn nicht weg, ich will die Folge beenden. Sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge? Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir hier aus diesem Lager der Engländer ausbrechen. Haut rein, bis dann. Ciao.